Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Wir sind jetzt wieder zurück und reden jetzt nochmal mit dem Digimon hier. Dadajofan. In der Zeitrafferzone vergeht die Zeit ziemlich schnell. Sie liegt ein Stück weiter. Dort vergehen 2 Tage anstatt von einem. Der Digimon wächst schneller und vergeht aber auch früher. Soll ich was melden? Ah, gut. Okay. Das sagt, was auf der Insel liegt. Im Westen liegt eine kleine Stadt aus Eisen. Ein und Ausgang sind zu, aber ich kann hinfliegen. Es gibt Digimon-Arten mit Hörnern oder Krallen. Sie sollen ihre Behausung aus Holz schnitzen. Im Nordwesten liegt ein Wald mit Gebäuden. Es ist weit weg. Kennst du die Riesen durch das Reiselabyrinth? Ja, kenne ich. Fleisch gezogen. Dein Halt ist gezogen. Supi. Hat mich 2 Mal verarscht. Einmal 150 Verlust gemacht, einmal 100 Verlust gedacht. Jetzt habe ich diesen Käfer wieder dabei. Ja, wobei ich muss echt sagen, ich finde es echt toll. Wenn sich beide gleichzeitig platt machen. Ja, so wie es jetzt ist, kann ich. Definitiv nicht, oder? Doch, kann ich. Gut, dass ich eine Heilnis gezogen habe, ne? Dieser Kampf ist total krank irgendwie, oder? Das war ein dummes Ding, ey, ohne Scheiß. Aber ein echt dummes Ding. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh oh. Flucht. Wir müssen unser wohlverdientes Geld in diesen scheiß Automaten stecken. Und hoffen, dass wir ein paar Altes rauskriegen. Okay. Da kann man auch EP-Discs ziehen, sehe ich. Steak gezogen, ja. Gabelfleisch war die Bezeichnung. Ja, friss. Und wie sieht's aus? Na, da muss noch einer fressen. Ja, friss. Braves Digimon. Aber ich habe eine bessere Idee. Wir gehen jetzt zurück in die Stadt. Wir trainieren ein bisschen dein Köpfchen, bevor wir hier weitermachen.
Das braucht immerhin ein bisschen Respekt von mir, oder? Also bitte. Was? Willkommen in Fall City. Und was soll es zu erzählen? Gerüchten zufolge gibt es da eine unsichtbare Brücke. Es war jetzt von der Brücke. Das hört sich gut an. So. Wir trainieren jetzt ein bisschen sein Köpfchen, damit wir hier leichter gegnerische Attacken lernen können. Ja. So viel zum Thema, ne? Feuerwand. Danach hitzefrei und Feuerspeier. Gutes Digimon. Wobei, ich find's echt geil. Wir haben genug Fleisch und genug Digipilze. Für dein ganzes Pferdeleben. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber. Da könnt ihr neues kaufen. Jetzt noch Toilette. Von mir aus. So, jetzt trainieren wir noch ein bisschen. Danach geht's schon schlafen, oder? Ja, so würde ich es mal sagen, ne? Wir trainieren jetzt ein bisschen und danach geht's schlafen. Schlafen. Morgen gibt es einen Trainingstag. Trainingstage gehen ja auch schnell vorbei, deshalb mache ich jetzt noch einen Tag. Er lernt ja auch relativ schnell, von dem her ist alles kein Problem. Heute gibt es was ganz besonderes Fleisch. Und Pilz. Und Fleisch. Und nochmal Pilz. Jetzt ist er glücklich. So, jetzt haben wir noch mal trainiert. Jetzt muss auf die Toilette, dann können wir gleich noch unser Fleisch holen. Danach wird weiter trainiert. Weil ich möchte noch diese Attacke lernen. Eventuell eine neue Attacke lernen und dann halt noch mehr Intelligenz. Wie alt ist das Ding denn eigentlich? 9, ah ja, das hat noch ein paar Tage Zeit. Ja gut, dann würde ich sagen, morgen geht's dann, also in der nächsten Folge, wird es dann wahrscheinlich wieder darum gehen, dass wir nochmal ins Niedertal gehen und dort nochmal aufräumen. Und auch mal weiter durchgehen mit Hormon und so Zeugs. Vielleicht noch die größere Tasche. Und einen Vorteil hat es auch noch. Das Dreine hier. MP steigt gleichzeitig auch noch.
Ja, für was eigentlich auch? Wow. Magma-Bombe, Feuerwand und hitzefrei. Das sind schon voll die kranken Angriffe irgendwie, ne? So, heute gibt es ein Menü aus Fleisch und Pilz und aus Fleisch und Pilz. Einfach so loben, das ist nicht gut. Da geht der Respekt flöten. Und Digimon braucht Respekt. So. Aber ihr seht ja gerade, wie es läuft, also mit den Werten hier im Training, sie steigen nur sehr, sehr wenig, aber sollen halt, man soll mit den wenig Training viel erreichen, also das ist, wie gesagt, ohne die Erweiterungen des Trainingscenters durch die Käfer und die Trainingspläne mit Piximon und dem Zeug wie das komische Gemüse da. Und das schafft man es halt nicht. So, halt durch und jetzt will schon sicherlich schlafen, oder? Oder du willst jetzt sicherlich. Ja, schlafen sollst du, essen sollst du morgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei Let's Play Digimon World. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss.